Hey, ihr kleinen Maskenfreunde, willkommen zurück zu Sunnyface Akt 4, The Trial. Ich habe letztes Mal gesagt, das ist der letzte Akt, das stimmt nicht. Ich habe gerade nachgesehen, es gibt 5. Lass uns doch mal ein paar Monate warten. Auf jeden Fall Dankeschön fürs Einschalten und danke für die fleißigen Liker und Kommentierer letztes Mal. Sehr cool von euch. Ja, es geht's weiter. Wir haben nämlich eine Notiz gefunden eben von Todd und da steht der neue Code drauf für die Shed. 4035364. Was ist das für ein langer Code? Was ist für ein altes Handy hier? Ja, mein Telefon. Das erinnert mich an die alten Tage mit den Walkie-Talkies. Ich benutze es mal. Ja, die Batterie ist tot. Ich muss es erstmal aufladen. Gut, dass wir es jetzt gefunden haben. Ich schätze mal, damals gab es noch keine Quick-Charger. Heißt, wir müssen jetzt erstmal jetzt anschließen. Wo sind eigentlich die anderen Zimmer der Leute? Ja, ich komme in einer Minute zurück und checke mal nach, was passiert jetzt mit dem Telefon. Gut. Was waren denn die alten Zeiten hier? Ah, nee, warte, das ist das Badezimmer. Als es sowas noch nicht gab. Und warum ist im Keller der Ausgang, der in den Garten führt, auf ebener Erde quasi? Immer, jetzt kann man nämlich in den Garten und hier ist es halt ebenerdig. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Also es ist ja das Ground Floor, nicht der Keller. Na gut, wie war der Code? Oh Gott. 4035364. 4035364. Tada! Und es ist auf. Alles klar. Gut, das ist ja alles voller Equipment gestopft hier. Das Board, ich glaube, kann es nicht glauben, dass wir schon 5 Jahre an der Sache arbeiten. Es fühlt sich an, je mehr Verbindungen wir finden, desto sinnloser wird alles. Ja, wisst ihr noch, diese Beschwörungshalle unten unter dem Haus? Das war ganz schön gruselig. Zeug. Ja. Ist der Kult, also operiert der Kult noch? Wenn ja, wo sind sie alle? Interessant. Oh. Es wäre cool, wenn Rob uns etwas von seinem, etwas Geld geben könnte für neues Equipment. Wir haben rausgefunden, dass wir sowas wie echte Geisterjäger sind. Und es wäre cool, wenn sie mehr Mittel hätten. Hm? Was ist das für ein Tape? Ah! Ah! Phantom? Jetzt kann ich die VCRs hier ansehen, die Filme. Aber das ist wahrscheinlich, die muss ich alle erstmal finden, ha? Ich habe die Silhouette eines Mannes gesehen. Es war etwas Wichtiges an ihm. Ich kann es fühlen. Wie eine entfernte Erinnerung, die sich in meinen Kopf zurückgräbt. Sein Bild verschwimmt. Es flackert außerhalb des Sichtfeldes. Oder es flackert rein und raus im Sichtfeld. Als wäre es in einer parallelen Wirklichkeit gefangen. Ein Phantom. Gerade so außer Reichweite. Oder vielleicht ist er ein Phantom und... Oder bin ich das Phantom und lebe im Land der Lebenden? Oder verbleibe hier? Ich habe nach Aufmerksamkeit... Oder ich habe nach ihm gerufen, aber... Ich denke nicht, dass er mich sehen oder hören konnte. Das ist gruselig. Und ihr Mund, habt ihr einen Mund gesehen? Ah. Ja, also es geht immer noch um diesen Kult, die sind immer noch hinterher. Ob sie da jemals was rausfinden werden, ich weiß ja nicht. Irgendwie hat sie auch dazu geführt, dass alle gestorben sind, hä? Huh? Okay, dann wollen wir mal sehen, was das Telefon macht. Vielleicht hat sich ja schon ein bisschen aufgeladen, wir können es wieder nutzen. Ah nein, ich wollte nicht ins Basement. Oh! So, jetzt. Wollen wir doch mal sehen, was haben wir hier noch? There's room und... Ah, sieht aufgeladen aus. Es sind einige Nachrichten von Larry. Alles klar. Ja, Larry, bist du wach? Ja, ich bin jetzt wach. Was ist los? Oh, warte. Nein, zurück. Ja, egal. Also irgendwas ist falsch hier in den Edison Apartments. Anders als die gruseligen Geister im Keller? Aber warte mal, was mache ich jetzt hier? Ja, irgendwas ist los mit den Edison Apartments. Ja, ich mein's ernst, komm zurück. Oder komm rüber. Gib mir ein paar Minuten. Okay, text mich an, wenn du bereit bist.
Okay, ich bin bereit. Ja, komm rüber jetzt. Also on the way now. Also komm rüber. Ja. Ah, ich hasse diese Abkürzung bei Textnachrichten. Ah, er kommt rüber. Wow. Episode 4, die Verhandlung. Ja, ich hoffe, die machen bald eine deutsche Übersetzung. Ich bin immer so ein bisschen im Zwiespalt bei diesen Übersetzungen, weil ich das selber simultan mache. Das ist eine ganz schön dramatische Änderung ihrer originalen Geschichte, Mr. Fischer. Ist es nicht wahr, dass Sie ursprünglich angegeben hatten, nicht in Kontakt zu stehen mit Larry Johnson? Ja. Also, geben Sie mir zu, dass Sie in Ihrem ursprünglichen Statement gelogen haben, ja? Ja, ich war schockiert von dem, was ich dachte. Oder ich war schockiert von dem, was geschehen war. Und ich dachte, dass die Wahrheit weniger schmerzhaft wäre. Oder schmerzhafter, so, dass die Wahrheit schmerzhafter wäre. Dass niemand mir geglaubt hätte. Ich wusste nicht, was ich sonst tun soll. Und wie können wir jetzt irgendetwas von dem trauen, was oder glauben, was sie uns sagen? Wie sollen wir herausfinden, was Wahrheit und Lüge ist? Alles, was ich habe, ist die Wahrheit. Es ist wichtig, dass die Menschen hören, was ich zu sagen habe. Entweder glauben sie mir dann oder nicht. Nun, ich hoffe um ihretwillen, dass sie es tun. Ist es eine Bedrohung? Es ist eine Warnung. Ja, sie glauben also, sie wollen uns weismachen, dass es immer noch einen Killer gibt, der auf der Flucht ist hier in Knockfell. Und dass das alles, die ganzen Beweise, das Blut auf ihrer Kleidung, die Fingerabdrücke auf der Mordwaffe, dass die Aufzeichnungen, die Augenzeugen, all das sind Dinge, die nur etwas verschleiern sollen. Von wem ist das Ganze veranstaltet worden? Von dem Polizeipräsidium hier im County? Wenn es für das Gericht in Ordnung ist, dann werde ich gerne weiter mit meiner Aussage machen. Es ist wichtig, dass die Story in richtiger Reihenfolge erzählt wird. Dass keine Details aus dem Kontext gerissen werden. Naja, mehr als es schon geschehen ist. Ich erlaube es. Bitte fahren Sie fort mit Ihrer Aussage, Mr. Fischer. Aber seien Sie sich gewahr, dass wir... Dass Sie Antworten geben müssen auf die Fragen, die von der Anklage gestellt wurden. Alles wird beantwortet. Dann machen Sie weiter. Oh je. Ich meine, geht's hier um Leben und Tod bei Sally? Ja. Hey Mann, ich sag's dir, Dude. Irgendwas ist hier richtig, richtig falsch. Hast du den Dämon wieder gesehen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen, als wir ihn vor Jahren schon ausgelöscht hatten. Oder weggeschossen haben. Ich bin durch jeden Zentimeter dieses Gebäudes gegangen, aber sogar mit dem Super Gearboy habe ich nichts gefunden. All die Geister, die sind seit Wochen schon vermisst. Das ist ein wenig seltsam. Aber wer kann schon sagen, dass das was Schlechtes ist? Vielleicht konnten sie endlich ins Licht gehen. Ich weiß nicht, Mann. Ich habe dieses schreckliche Gefühl. Als ist etwas unter meiner Haut. Irgendwas krabbelt da und sticht mich in meinem Kopf. Es war vorher so ruhig. Und es ist quasi wie die Ruhe vor dem Sturm und so eine Kacke. Ich kann's fühlen, Mann. Hä? Was denn? Déjà-vu. Ich bekomme plötzlich dieses Déjà-vu. Als ist alles irgendwie neblig und dann ist da was. Irgendwas im Nebel und es wartet. Ja, genau, Mann. Was immer es auch ist, es kommt aus den Apartments. Also, bist du bereit, das mit mir auszuchecken oder was? Na klar, werde ich. Oha. Gehen wir, Todd? Holen wir Todd? Er hat heute Unterricht. Oh, alles klar. Ja, ich dachte, er hat vielleicht ein neues Gadget oder so. Er hat an was gearbeitet, aber ich denke, er hat es noch nicht fertiggestellt. Die Gitarrenmod ist fast schon fertig, aber Todd hat es mir noch nicht gezeigt und ich konnte es noch nicht nutzen. Also spiele ich am besten nicht damit herum. Hoffentlich ist es besser als dieses komische Boxding, das er letztes Jahr gemacht hat. Ja, ich möchte meine Gitarre gerne in einem Stück halten. Oh. Habe ich es unterbrochen? Das ist ein totes Tier.
Also, hast du alles gepackt? Fast, ja. Ich will den Rest diese Woche rüberschaffen. Es wäre nett, endlich was aus dem Keller zu kriegen. Also aus dem Keller auszuziehen. Cool, Todd sagt, wir können den Van nutzen. Sehr schön, sweet. Ja. Knockful Homes. Affordable Homes in the beautiful Hillside District. Ja, günstige Heime im Hillside District. Oder günstige Wohnungen. Aha. The Never Oaks Cemetery. Was ist wieder Friedhof der Kuscheltiere, ha? Huh? Nee. Perhaps Ministry. Aha. God sees all. Hey, Sal. Ja? Was, wenn alles zu kaputt ist, um es zu reparieren? Weißt du, wie... als könnten... wie... was? Wir die Einzigen sind, die was dagegen tun können. Ja, ich denke, alle anderen ignorieren den Fakt, dass alles kaputt ist, weißt du? Wie können sie? Ich verstehe es nicht. Warum sind die anderen Menschen so glücklich? Wie können diese nur so sein? Oder warum können wir nicht so sein? Ja, vielleicht ist es, weil wir uns wirklich als einzigen Scheiß drum kümmern. Weil wir nicht ignorieren können, wie die Dinge, wie kaputt die Dinge hier alle sind. Ja, ich denke auch, ich weiß, Dude. Ich weiß es nicht. So. Ich weiß nicht, Dude. Die Edison Apartments. Oh, sieht schon geil aus mit der Wolke. Ach, wollen wir reingehen, Larry? Ja, sieht aus, als wären wir genau richtig vor dem Sturm hier. Ist ja gar nicht so weit von ihrer Wohnung jetzt. Alles klar, lass es hinter uns bringen. Alles klar, ich bin genau hinter dir. Immer noch mit Kameras alles hier. Aha. Wohnen immer noch nicht so viele Leute hier, aha. Hallo. Mr. Allison hat seinen ganzen Kram hier drin gelagert, vor langer Zeit schon. Ich weiß gar nicht, was in diesen ganzen Boxen... was in den ganzen Boxen drin ist. Ja, wahrscheinlich ist es mit Zeug aus von seiner Familie gefüllt, als sie noch am Leben war. Ja, manche von ihnen sind das noch. Die restlichen Boxen... Da sind alte Kleidungsstücke drin, alte Teesets, Kochbücher. Einfach nur ein Haufen Müll. Larry. Was denn? Du bist durch Terrence Sachen gegangen? Weißt du... Ja, Mann, warum nicht? Der verlässt sowieso nie sein Zimmer. Außerdem wollte ich sicher gehen, dass er nicht mit dem Kult oder so zu tun hat und irgendwelche Körper hier versteckt sind oder sowas. Aber alles ist ganz normal, einfach nur langweiliger alter Männerkram. Ja, alles klar. Ich denke, das ist okay. Ja, man kann ja mal gucken. Also wenn es hier nichts gibt, dann vertraue ich da Larry mal. Okay, komm, wir gehen. Wir gehen mal weiter. Oh, Mr. Allison. Hallo, junge Männer. Oder ihr jungen Männer. Wie geht es euch beiden an diesem schönen Tag? Uns geht's gut, wie geht's Ihnen? Einfach nur wunderbar. Die Dinge sind super, laufen so gut. Es ist so friedlich in dem Gebäude. Obwohl wir es vermissen, den guten alten Sal Fisher unter uns zu haben. Und es ist so traurig, dass bald jetzt auch schon Larry gehen will. Ja, ich vermisse es hier auch, aber es ist nett, mal aus dem Keller zu kommen. Außerdem ist es gerade die Straße runter. Ja, ich verstehe. Ihr jungen Kerle seid schon fast erwachsen und bereit für die nächste Phase eures Lebens. Es freut mich so für euch, wisst ihr. Ha, ich wünsche euch Jungs nichts als das Beste. Ihr habt's wirklich verdient. Danke. Danke, Terrence. Okay, das war ein bisschen creepy. Oh. Warum haben sie alle den ganzen Kram von Miss Rosenberg hier drin gelassen? Allison glaubt immer noch, dass sie in Urlaub ist oder so und dass sie zurückkommt. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ja, die Alte war doch ein Dämon. Ich bin nicht so sicher, was mit ihr geschehen ist. Ja, du sagtest, sie ist einfach verschwunden, ja? Ja, aber es war mehr als das. Sie ist vorher schon als Geist aufgetaucht und dann verschwunden. Ich denke nicht, dass sie wirklich ein Mensch war. Oh, alles klar, ich erinnere mich, dass du das gesagt hast. Und sie war im Kult schon eine Weile und hat... Nee, was? Ja, sie war schon eine Weile im Kult und hat sie dann aber aufgehalten oder versucht, sie aufzuhalten. Was sie, ja, sie super alt hat werden lassen. Ja, ich denke mal, sie war ein Dämon. Wirklich? Sie hat so menschlich ausgesehen.
Ja, vielleicht war es ein Zauber oder so eine Art Trick, ich bin nicht sicher. Wie sonst hätte sie einfach so hier entschwinden sollen? Wenn sie gestorben wäre, dann hätte sie ja einen Körper zurückgelassen. Ich weiß nicht, Mann. Wenn sie wirklich ein Dämon war oder teils Dämon, dann bin ich froh, dass sie weg ist. Ich glaube nicht, dass sie böse war, einfach nur anders. Ja, das kannst du laut sagen. Bekommst du irgendwas mit dem Super Gearboy hier? Nichts. Hat er ihn dabei? Warum gibst du ihn mir nicht? Ich brauch den Super Gearboy, Junge. Ach man. Es ist Gibsons Wohnung. Oh, die schon. Ja. Ja, was wollt ihr, Jungen? Ah, Sal! Warum ist er hier? Hey, Mrs. Gibson, wir. Ja. Ja, ich denke mal, das war. Ja, par for the course. Was? Ja, ich denke mal, sie ist halt einfach so. Oder sowas. Ja, sie kann ganz schön griescremig sein. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es kommt bald in Deutsch, sonst mache ich mich hier wieder. Jetzt blamier ich mich ja. Wollen wir in den Keller? Nein, wir gehen erstmal in den fünften. Wir gucken alles durch natürlich. Denkt ihr denn, wir suchen jetzt den ganzen Stock nochmal hier ab, alles. Oh, diese Gruselmusik wieder. Dun, dun, dun. Was denn? Sieht aus, als wäre da ein verstecktes Panel auf dem Boden des Käfigs. Habe ich nie vorher bemerkt. Das ist seltsam. Da ist eine lose Schraube. Als hätte es schon jemand versucht zu öffnen. Oh, das ist ja interessant. Ich brauche sowas wie einen Schraubendreher, um es zu öffnen. Ach, verdammt. Ich wünschte, wir hätten das jetzt schon machen können. Ach, krass, Leute, da werden wir bestimmt was finden. Oh, das ist so spannend. Das alte Haus, aber es gibt wieder Sachen zu entdecken. Ich freue mich. Ich freue mich so, dieses Spiel ist toll. So, und hier ist das schleimige Loch. 501. Heilige Scheiße! Ihr habt einen Fehler gemacht. Was zur Hölle, Mann? Das Ende steht nah. Was heißt das überhaupt? Du kannst hier nicht bleiben, Mann. Die Dunkelheit bindet uns. Das hat mich zu Tode erschreckt. Ich habe den Penner hier schon vorher mal schlafen sehen. Ich frag mich, was er gemeint hat. Hat sich einfach nur wie verrücktes Gibberish angehört, Mann. Oh. Hä? Was denn? Ein Zahn. Ekelhaft, Mann. Das hast du mit deiner bloßen Hand aufgehoben. Ich werde ihn nicht einfach hier lassen. Vielleicht brauchen wir ihn oder so. Mann, für was könntest du jemandes Zahn gebrauchen? Hi, ich bin Sally Face und das ist mein Freund Larry. Wir suchen paranormale Dinge und okkulte, paranormale und okkulte Dinge. Und Aktivitäten in der Stadt von Nockfall. Vielleicht passiert irgendetwas Seltsames. Gute Idee. Okay, ich mach einfach mal einen Zahn mit. 5 von 5 Zähne? Was? Ein Zahn gefunden auf dem fünften Stock. Ein W ist reingraviert worden. Was? Was? Also es gibt 5 Zähne hier, ja? Die müssen wir alle finden oder können alle finden. Also gibt es wahrscheinlich wieder sowas wie Bonus-Content oder Bonus-Dinge, die wir finden. So. 503. Oh, da war noch ein Tape, Leute. Noch ein Tape mit Hunger. Schön, ist das gruselig. Ja. Der Hunger zerreißt meinen Magen und trotzdem kann ich nicht sterben. Wie lange ist das schon her? Es ist schwer zu sagen. In dieser endlosen Nacht. Wie lange muss ich in diesem verfluchten Gefängnis verrotten? Kein Essen, kein Licht, kein Schlaf. Kein Kontakt, nichts, nichts. Nur Fünkchen von Leben. Hier, beyond my reach, ja, Fünkchen von Leben, nicht in meiner Reichweite. Ich wünschte, sie würden diesen gottverdammten Vortex endlich öffnen. Ich wünschte, sie würden diese Welt zerreißen. Ich wünschte, alles würde enden. Es muss einfach enden. Oh mein Gott. Lass mich raten, es wird immer schlimmer mit der Alten.
Ja, nichts mehr. Oh mein Gott, ist das gruselig. Oh mein Gott, ist das gruselig. Ja, gehen wir weiter. Es gibt hier noch ein Zimmer hier. Ja, und dann ist auch Ende. Ach ja, komm mal, hier war noch der Bathroom. Megan? Hallo, bist du da? Nichts, Mann. Nichts auf dem Super Gear Boy. Hey, wo ist ihr Halskette hin? Hä? Ich hab nicht mal mitgekriegt, dass sie weg ist. Das ist seltsam. Vielleicht kommt sie deswegen ja nicht raus. Was ist mit dem Rest? Ich weiß es nicht. Oh Mann, die sind alle weg, die Geister. Ja, also irgendwas... Was ist hier wohl los, ha? Nee, auch nichts. Hast du die entfernt? Ja, habe ich den Morgen, als ich mich umgesehen habe. Okay, dann lass uns nochmal reingehen. Bäh, die alte Matratze hier. Stacy, bist du hier? Nichts auf dem Gearboy. Ha, Stacy war schwer zu beschwören. Ich bin nicht überrascht, wenn sie sich nicht zeigt. Das ist wahr. Ich hoffe, sie ist wenigstens bei Megan. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dieses Loch. Das Seil. So viel Tod und Zerstörung unter einem Dach. Ja, ich fühle mich schon schlecht wegen Holmes. Er hat es nicht verdient, unter ihnen zu sein. Und es gibt so viel... Und so sehe ich auch Luke dafür hasse, für das, was er getan hat. Es tut mir irgendwie leid für den Kerl. Er hat selbst über sich gebracht, indem er dem Rat geholfen hat, den Dämon zu beschwören. Es ist einfach nur scheiße, dass er Stacy und Megan auch noch mit reinziehen musste. Glaubst du, er ist wirklich tot? Der rotäugige Dämon? Ja, ich weiß. Todd's Blaster hat ihn wahrscheinlich zerstört, aber es scheint ein bisschen zu einfach gewesen sein, oder? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich dachte dasselbe zuvor auch schon, aber wir haben jetzt schon seit Jahren kein Zeichen mehr von ihm gesehen. Was, wenn... es nur verwundet ist und es wieder in der Dunkelheit wartet, bis es ihm wieder besser geht. Und dann blasen wir wieder zurück, dorthin, wo er gekommen ist. Ja, nun, also gut, die ganzen Geister sind weg. Das ist irgendwie ein bisschen blöde, weil die waren ja alle gar nicht böse. Schon so lange her, Leute, ich habe schon so viel wieder vergessen von dem Spiel. Unglaublich schade eigentlich. Aber ja, ich glaube, wir machen nochmal Schluss hier. Das war's für den Part. Seid mir gerne weiter gewogen und schaut zu und lasst mir Likes da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und auch weiter für euch simultan zu übersetzen. Ja, danke und bis zum nächsten Mal mit Sally Face. Macht's gut. Bis dann.